So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Dings und Döns. So, wir gehen mal ganz schnell, solange es noch dunkel ist. Hier muss auch noch alles beleuchtet werden, wobei nicht wirklich. Sonst können Tiere nachts nicht schlafen. So, genau, hier die, genau, die Flurbeleuchtung war ja alles so eine klassische Mese-Dinger. Aber hier die Dinger, die kann man halt nicht ein- und ausschalten. Das funktioniert nicht mehr. Die sind einfach auf dem Status, wo sie zuletzt waren. Das heißt, alle an. Und ja, sonst regen sie halt gar nicht mehr. Müssen wir also alle nochmal abbauen und dann wieder aufbauen. Ah. Das ist ein bisschen blöd. Mal gucken, vielleicht mache ich das auch doch irgendwann mal zwischen den Folgen einfach als Admin. Geht wesentlich schneller. Weil wir müssen natürlich hier die ganzen Wände aufstemmen und dann Dinger alle neu platzieren. Als Admin kann ich das einfach mit Noclip machen. Das ist dann viel leichter. Ja. Und wir haben jetzt tatsächlich auch den Fall, ne? Unsere Solarzelle. Die funktioniert jetzt nicht mehr immer. Das heißt, jetzt lohnt sich tatsächlich aus zweierlei Gründen die Batteriepacks. Weil, wie wir sehen, Supply ist null. Hier. Ah ne, das ist ja unser AKW. Genau, hier ist unsere Solarleitung. Und das müsste dann der hier sein. Wobei der, glaube ich, sowieso immer null angezeigt hat. Aber ich meine, wir können einfach mal kurz probieren. Haben wir irgendwas zum Einschmelzen? Mal kurz. Haben wir irgendwelche Sachen, die man kurz einschmelzen kann? Goldstaub. Ah. Sulfatstaub. Wir können hier noch ein bisschen Gold ein. Gold und. Ja, hier. Gold und Kupfer eingranulieren. So, wo ist unsere Säge? Zentrifuge, Schleifmaschine, genau. So, machen wir mal erstmal so 10 Stück rein. Weil jetzt sieht man hier, aha, der Akku geht runter. Okay, aber auch nur kurz. Ah, okay, wir haben doch noch ein bisschen Leistung. Ne, weil die Solarzellen, die generieren ja nachts nicht gar nichts, sondern einfach nur weniger. Und solange wie die Maschinen halt noch weniger brauchen, als die Solarzellen liefern können, reicht halt trotzdem. Machen wir jetzt kurz gucken hier. Machen wir hiervon noch 10 Stück. Nein, halt. So. So, und dann schmeißen wir das Ganze mal ganz kurz hier die Öfen rein. So, jetzt müssen die aber gebraucht werden, ne? Immer noch nicht. Oh, ist der Kompressor. Ah, Leute, bis ich hier fertig bin, ist es wieder hell. Mal das Gleiche. Hier unten sind die Öfen. Oh, guck mal. So, jetzt aber. Ja, genau, jetzt geht's runter. Oh, okay, guck mal. Wurde gerade wieder mehr. Jetzt hat man schon 500. Ich glaube, es wird langsam wieder hell, ne? Nee, noch nicht. Tja, ich weiß halt nicht, wann die Solarzellen wie viel Strom liefern. Ob die da noch sich danach richten, ob die Sonne wieder oben ist. Aber guck mal, hier doch, ist schon wieder Dämmerung. Es wird langsam wieder hell. Oder ob die Solaranlagen einfach quasi dem Lauf der Sonne folgen und je niedriger die Sonne ist, desto weniger produzieren sie. Boah. Egal. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn. Mittlerweile
lohnen sich die Batterien aus zweierlei Hinsicht. So. Genau, hier ist alles ready. Die Sache ist halt bei dem AKW, man kann das AKW, glaube ich, nicht anhalten. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere 6 Stäbchen. Ja, egal. Wir haben jetzt hier unsere 6 Stäbchen. Und wenn wir die jetzt reinfeuern, dann läuft das AKW halt durchweg. Ein Satz Stäbe reicht, glaube ich, für eine Woche. Aber wie gesagt, man kann den Prozess halt nicht anhalten. Also nicht ohne weiteres. Man kann wohl irgendwie die Leitung abbauen und dann ist der in so einer Zwangspause drinne, aber ja, das wäre schon... Ich meine, bei welchem AKW in der Realität schaltet man einfach kurz die Leitung durch? Das macht man ja eher seltener. Aber... So, jetzt ist die Frage, woher kommen die letzten beiden Dinger? Ach ja, hier hinten, ne? Nee, ist auch wieder zu. Weil ich hatte ja früher einen Eingang gehabt. Aber hier ist alles zu. Okay. Hatten wir einfach 2 Blöcke zu viel gemacht gehabt damals? Oder was jetzt? Und hier sieht alles soweit fertig aus. Also, wüsste ich jetzt nicht, wo hier irgendwo noch was fehlen sollte. So. Achso, siehst du? Wenn jetzt hier was. Wenn jetzt hier was fehlt. Der sagt da immer noch, ist bereit. Man sieht also nicht anhand dessen, ob alles fertig ist oder nicht. Das ist natürlich sehr schade. Ja. So. Ab jetzt könnten wir den Reaktor jeden Moment starten. So zumindest die Theorie. Aber ich traue mich irgendwie gar nicht. Vor allem brauchen wir jetzt halt auch gerade eigentlich keinen Strom. Das wäre halt nur so just for fun. Problem ist halt, dann wären alle 6 Brennstäbe wieder weg. Dann müssten wir erstmal ganz viel Uran wieder sammeln. Ah, verdammt. Gut, auf der anderen Seite werden wir niemals so viel Strom brauchen. Ne? Also der Reaktor sowieso bloß just for fun. Von daher würde ich einfach mal sagen, YOLO. Oh. Habe ich ein Backup gemacht? Oh, wei, wei, wei. Oh, wei, wei, wei. Er ist an. Start successful. Okay. Oh ja, und schon kommt Radioaktivität. Das heißt, wir sollten uns dem Raum nicht mehr nähern. Also, ne, also hier ist ja die Tür. Ne, aber wir sollten halt nicht mehr reingehen. Eieieiei. So, und jetzt sollten wir richtig viel Power haben. Genau, 10.000... Da. 10.000 Kilo EU. Also, Energieeinheiten. 10.000 Energieeinheiten haben wir jetzt. Heiliger Scheiße. Das Problem ist halt natürlich, das kann der hier gar nicht transformieren. Der kann nur 10.000. Genau, hier 100.000. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 10 von diesen Trafos. Aber gut, ich meine, wir könnten auch sowieso hier gar nicht so viele Geräte aufbauen, die diese Leistung überhaupt brauchen. Jemals. Aber, sieht man jetzt hier? Nee, hier ist immer noch 0. Schaltanlagen, Supply 0. Ich habe keine Ahnung. Achso, muss ich auch erstmal. Ne, ist jetzt aktiv oder aus? Ist ausgeschaltet. Enabled, jetzt ist es aktiv. Puh, keine Ahnung. Schade. Ich dachte, es funktioniert. Ah.
360 EU nur? Der ist aktiv und der ist aktiv. Oh, da wird Kies draus. Lol. Okay. Ja, weiß ich nicht. Das Schöne ist halt, solange wir hier sind, ne, kriegen wir halt kein Damage. Wobei, um das wirklich zu beurteilen, müsste man natürlich jetzt die Rüstung ausziehen. So. Erst jetzt wissen wir, ob wir wirklich Damage bekommen. Weil mit der Rüstung bekommen wir erst dann Damage, wenn wir relativ viel Damage bekommen. Jetzt bekommen wir aber Damage, sobald wir Damage überhaupt bekommen. Weil halt nichts irgendwie reduziert wird. Na, also wir jetzt hier reingehen. Haben wir Jodtabletten? Gibt es Jodtabletten? Gibt es sowas? Nö. Ich habe auch schon mal gelesen, es soll irgendwie so eine Fernbedienung geben. Aber ich finde halt nichts mit irgendwie Remote oder sowas. Was ist das hier? Achso. Ne, also hier so eine Remote. Keine Ahnung. Ich einfach eingebe Control. Da kommt jetzt alles mögliche andere. Also keine Ahnung, ob man diese Dinger fern ein- und ausschalten kann. Wie gesagt, das soll wohl irgendwie gehen, aber ich wüsste nicht wie. Hey, wir kriegen gar kein Damage. Ich meine, den größten Damage bekommen wir hier bei dem Loch, ne? Weil da ist halt unmittelbar Radioaktivität. Aber ich dachte, wir bekommen auch schon hier Damage. Ah, okay, bekommen wir. Ne, das Problem ist ja indirekter Damage. Das heißt, eigentlich werden wir vergiftet. Und die Vergiftung kriegt dann oder sorgt dann dafür, dass wir gedamaged werden. Also mit Vergiftung meine ich jetzt, dass wir halt radioaktiv verstrahlt sind. Das heißt, wenn wir Damage bekommen, sind wir eigentlich schon radioaktiv verstrahlt. Ich weiß nicht, wie schnell jetzt diese Radioaktivitätsverstrahlung wieder zurückgeht. Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Wäre halt cool, wenn es für sowas einen Balken geben würde, ne? Wenn man hier so ein Balken noch unten hätte für Radioaktivität. Das wäre halt ultra geil. Aber leider gibt es sowas nicht. Ja, jetzt läuft das AKW eine ganze Woche lang. Geil. Siehst du? Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier bin, das Ding ist ja ungefähr hier so. Das heißt, es ist bei... Autsch. Oh oh. Es ist ungefähr bei 35. Minus 4 ist 35. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Minus 4 ist 35. Hier so. Nö. Passiert gar nichts. Okay, das heißt ja Sand. Und der Stein, also das Steindach unter dem Sand und der Sand selber scheint das wohl aufhalten zu können, die Radioaktivität. Oder zumindest genug, dass man hier nicht direkt radioaktivisiert wird. Weil soweit ich weiß, haben wir hier drüber nur ein Stahldach, ne? Hier ein Steindach, genau. Aber wie gesagt, das scheint schon auszureichen. Sehr geil. Cool. Wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, wie die Mod arbeitet. Kann sein, dass diese beiden Leitern, die da drinne sind, ne, wir haben hier zwei Leitern drinne, dass die schon als Blöcke gelten. Ne? Das reduziert zwar die Strahlung nicht so sehr wie diese speziellen Blöcke. Deswegen bekommen wir auch Schaden, wenn wir direkt drüber sind. Aber sie gelten halt auch nicht wie Luft. Sondern für die Mod sind es ja Blöcke wie jeder andere auch. Kann also sein, dass wir auch aufgrund dessen weniger Radioaktivität bekommen. Sehr geil. Ja, cool. Wo habe ich jetzt Kies? Eigentlich müsste ich sowieso die ganzen Kisten hier oben alle auflösen und unten in unser Lager packen, ne? So, hier haben wir garantiert Kies. Genau. So.
Gut, dann würde ich mal sagen, füllen wir noch mal schnell unsere Eimer hier auf, damit wir die zurückpacken können in gefüllten Zustand. Dankeschön. Oh, ich freue mich schon auf den ersten Super-GAU. Übrigens hat ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge oder irgendwie in einer von den letzten Folgen habe ich ja meinen AKW zerstört gehabt. Und da kam auch die Frage, warum ich den zerstört habe. Aber wie man ja vorhin gesehen hat, oder in der letzten Folge gesehen hat, das AKW ist noch heile. Denn ich hatte das ja in einer im lokalen Backup gemacht gehabt. Also, nicht, dass das Backup jetzt zerstörte, sondern von dem Backup hatte ich ja dann eine Kopie angelegt. hier. So, genau. So, du rein. Achso, wir hatten noch Holzleiter dabei. Cool, lol. Denn wie wir alle wissen, sind ja meine Backups, sind ja ZIP-Dateien. Und da hatte ich halt einfach eine entpackt. Und schon hatte ich eine Kopie von einem Backup. Also eine Kopie von einer Kopie. So, gut. Damit ist unser AKW fertig. Mit die beiden Blöcke packe ich einfach mal hier oben mit rein. Vielleicht können wir die später für irgendwas gebrauchen. Ich habe keine Ahnung. So, dann gucken wir mal. Was ist jetzt hier eigentlich so Stand der Dinge? Also ich weiß, da hinten haben wir das Haus, was derzeit keine Funktion mehr hat. Das war auch, soweit ich weiß, leer. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Glaube ja. Doch, hatte ich erzählt gehabt. Okay, genau. Dass ich hier umgebaut habe, die Strecke. Und dass man jetzt hier eine schöne Weiche hat. Und dass das jetzt hier alles Feuerblöcke sind, hatte ich, glaube ich, schon erzählt gehabt. Von daher alles gut. Wir müssten halt hier mal wieder ein bisschen arbeiten. Mittlerweile sieht er alles gewachsen aus. Ja, doch. Ja, sieht alles gut aus. Das heißt, wir können... Oh. Ah, nee. Hier waren die Wege. Damit es ein bisschen realistischer ist. Genauso wie hier die Wege, ne, damit man hier so durchlaufen kann. Und man dann wie im echten Leben hier so langlaufen kann, sondern hier die Dinger abpflücken kann, hier abpflücken kann und so weiter und so fort. Kennt man ja. Cool, aber mittlerweile ist alles gewachsen. Ne? Wir erinnern uns ja, dass letztens hier immer die letzten Reihen nicht gewachsen waren. Jetzt ist aber alles gewachsen. Das sieht sehr geil aus. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich mal eine Runde durchmachen. Achso, siehst du? Meine Rüstung mal wieder anziehen hier. So, du bist noch da, du kommst noch da, du kommst noch da. Ich verstehe immer noch nicht, wofür dieser sechste Platz hier ist. Gibt es noch irgendeine Mod, mit der man die erweitern kann, diese Armor-Mod oder was? Wer weiß. So. Da würde ich mal sagen, let's go, ne? So, ich mache das mal überlegen. Warte mal kurz. So, komm, let's go. Ah, dieses Geräusch ist so laut. Achso, siehst du? Wir können das ja, glaube ich, mit einem Schwert relativ schnell abbauen, ne? Ja, genau. Leider scheint es so zu sein, dass ich die Item-Drop-Mods, also diese Drops-Mod, wie die heißt, wohl glaube ich nochmal anpassen muss, weil wie man sieht, wenn man einfach so normal langläuft, dann nimmt man die Sachen dabei gar nicht mehr schnell genug auf. Ich weiß nicht, ob da mit dem, ob die Magnet-Range zu klein ist oder
ob ich da damals, als ich die angepasst hatte, ob ich da irgendwas umgeändert habe. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber wie gesagt, nach dem großen Update jetzt, nachdem ich ja alle Sachen über Git neu bezogen habe, habe ich halt das Problem, dass er die Sachen nicht mehr richtig schnell genug einsammelt. Und dementsprechend die Sachen immer liegen bleiben. Teil. Was natürlich ein bisschen schade ist. Oh. Gut. Hey, Alter. Ba-ba-da-ba-da. Yay. Tja, eigentlich war es ja schon wieder auch fast an der Zeit, mal wieder meine ganzen Tiere rauszulassen, ne? Da ja die Tiermod jetzt doch relativ gut zu funktionieren scheint. Zumindest scheint es so. Könnte man das auch mal wieder probieren, ne? So, bei den Dingern muss ich glaube ich irgendwas beachten. Genau, da brauche ich das Schneidbrett, so war das, genau. Das Schneidbrett, um die Dinger... Ach nee, kann ich direkt hier im Craftingboard machen. Okay. So. Jetzt muss ich nur kurz gucken... so, die alle da rein. Und wir brauchen 36, ne? Genau. Das heißt, wir machen 3 wieder raus. Weil ganz ehrlich, komm. Alles. Perfekt. So, die kann ich jetzt wieder einarbeiten. Genau. Sehr schön. Dann klappt das ja. Weil für irgendwas brauchte ich doch dieses Schneidbrett. Ich weiß gerade nur nicht mehr für was. Na, wer weiß das schon. So, ich glaube, die habe ich mal weggeschmissen, ne? Oh. Oh. Lol. Lol und Emmy sind da. Immer diese Leute, die so viel Langeweile haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum hier immer dieses kein PvP kommt. Weil, wie man sieht, da PvP ist global erlaubt. Trotzdem funktioniert PvP nicht mehr. Auch seit dem Update. Seit dem großen. Das heißt, ich weiß nicht, ob irgendeine Mod dafür sorgt. Aber, ja, wie gesagt, PvP geht nicht mehr. Achso, Schwert. Dann müsste ich also auch... Oh, war es gerade 36? Hä? Okay, das ist ja interessant. Das finde ich mal eine Ausbeute. What the fuck? Hä? Bei dem Rhabarber hat man doch normalerweise immer super viel bekommen und jetzt bekommt man gar nichts mehr? Okay. Hier, so sieht es nämlich aus, ne?
6-mal Kartoffeln abbauen, brauchen wir 18 Stück. So muss das normalerweise sein. Sehr interessant. Bekommt man ja keine Rhabarber mehr. Ich meine, so schlimm ist das jetzt auch nicht, weil wir haben ja zum Glück von allem relativ viel. Aber seltsam ist es doch schon. So. Unser Inventar klappt ganz schön zu, sehe ich gerade. Wir machen mal hier erstmal alles raus, was nicht nitronagelfest hier ist, so ungefähr. So. Oh, unser Schwert ist mittlerweile fast kaputt. Verdammt. So. Ich schätze mal, diese Ice Essential Mods, dass die wahrscheinlich dieses PvP deaktiviert, weil das ist die einzige Mod, die solche Fähigkeiten haben dürfte. Leider kann man auch nicht sehen, welche Mod diese Meldungen droppt. Ne, weil ich meine, die Meldung, die ja kommt, dieses kein PvP, die muss irgendwo herkommen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn man gleich sieht, von welcher Mod die Nachricht kommt. Aber ich glaube, das ist so gar nicht ersichtlich. Tatsächlich Tomaten, Alter. Boah. So. Okay, also was man bekommt, ist wirklich echt sehr unterschiedlich. Ne? Ich meine, hier haben wir fast 200 bekommen. Gut, also nach dem Schälen. Hier, von denen haben wir fast 100 bekommen. Hier haben wir auch nur fast 100 bekommen. Aber hier haben wir halt 160 bekommen. Ne? Ist schon... Gut, okay, jetzt muss man natürlich auch immer gucken. Wir haben auch jeweils wieder ein bisschen eingepflanzt. Das heißt, hier fehlen da schon 36 von. Das heißt, hier haben wir ungefähr 140 bekommen. Ganz schön unterschiedlich. So. So. Na, das war klar. Also wieder aufräumen. So.
Und lümmelt ja gerade in meiner Mine rum. Lol. Ja, ich habe schon ein paar Mal die Empfehlung bekommen, ja meine Mine zu schützen. Also ein Area zu erstellen. Aber erstens, um dieses ganze Konstrukt zu schützen, müsste dieser Area halt so riesig sein. Ja, das ist dann schon fast. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen sollte. Also wie ich das technisch realisieren sollte. Und zum anderen, wie gesagt, die Mine ist halt so groß. Selbst wenn sich da 20 Leute komplett bereichern würden, würde immer noch genug für uns übrig bleiben. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Vor allem hätte man dann irgendwann auch das Problem, wo zieht man die Grenzen? Ja, weil die große Mine, wo wir mal Sachen abbauen, ist ja die, die bei minus 1000 noch was ist. Diese ganz große. Und dann sind wir ja nicht die Einzigen, die drauf zugreifen können, sondern man kann ja auch sich von irgendwo anders runterbauen. Und wenn wir dann aber die gesamte Area, also die gesamte Höhle schützen würden, erstens ist sie halt so riesig, das würde halt den halben Server betreffen. Und vor allem könnte dann auch niemand anderes mehr abbauen. Von daher weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich sag mal erstmal nein. Was? Ach ja, die müssen wir erstmal schnippeln, ne? Oh, verdammt. Egal. So. Wie, essen kann man die gar nicht? Was ist das für ein Dreck? Seit wann kann man kein Knoblauch mehr essen? Ach so, die müssen wir uns an die Füße machen, sind 10. Ah. Verstehe, leck mich. So, das müsste ja Kaffee sein, ne? Aber erstmal machen wir hier mal ganz kurz hier Taschen leer. Genau, das ist der Kaffee. Ich glaube, in den nächsten Folgen. Also, wie gesagt, erstmal pflanze ich meine ganzen Tiere wieder ein. Lol. Ja. Und dann werde ich mal gucken, ob wir uns ein paar Gerichte machen. Gerade hier auf Kaffee bin ich gerade ultra scharf. Ich glaube, Kaffee war eins von den Sachen, wo wir ultra enttäuscht waren, weil die Sachen gar nichts gebracht haben. Also Kaffee irgendwie hat, weiß nicht, nichts gebracht. Halt. Aber irgendwie habe ich trotzdem Bock drauf. Oh, wir müssen auch nach Hause. Unser Hungerbalken ist fast tot. Also wir sind fast tot. Ach ja, ich hab's noch diesen Schleichweg, ne? Schon wieder völlig vergessen. So. Dankeschön. Dankeschön. Guck, ob hinzukommt. Nö. Puh. Entschuldigung. Ich mag Züge. Ach Gott, hier sind auch noch Felder. Alter. Da ist ja auch noch. Ach du Scheiß. Oh Gott. Was halt cool wäre, wenn man so Mindtests so in einer ganz großen Skalierung spielen würde. Also, ich meine, jetzt mit ganz groß, möchte ich jetzt wirklich so mindestens 20 Leute so als eine Gruppe spielen. Und dann wirklich so sagen: Okay, 5 Leute bauen eine Riesenburg, andere 5 Leute holen dafür die Ressourcen. Einer kümmert sich nur um die ganzen Felder, halt für Nahrung und sowas alles. Ne, weil da würden so eine Felder, wie wir die haben, halt wirklich richtig Sinn machen.
Ne, für so eine einzelne Person, wie wir die sind, ist das natürlich ein bisschen Overkill. Ich meine, klar, im echten Leben wäre es natürlich genau richtig, weil im echten Leben bräuchte die Sachen halt viel länger, um zu wachsen. Ja. Da würde man von so großen Feldern alleine gerade mal so leben können. Aber so schnell, wie das ganze Zeug hier in-game wächst, ist das halt schon. Was will ich jetzt gerade machen? Ah, genau. Was essen? Das ist natürlich schon relativ viel. So. Boah, sieht alles relativ cool aus, ne? Wir haben von allem relativ viel. What? 1000 Weizen. That's not bad. Hä, hey, wo sind die anderen Sachen? Haben wir nur Weizen? Ach nee, hier sind sie doch. Ja, die anderen Sachen aber so mittelmäßig. Boah. 3000 Blaubeeren. Willst du mich verarschen? Hey. Ich glaube, wir ernähren uns die nächsten 5000 Folgen von Blaubeeren. Alter. Komme ich nur mal ein Stack hier raus und hin. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir erst kurz gucken. Ich muss erstmal alles wieder mit mir ins Inventar klatschen. So, jetzt ein Ding frei machen. Und jetzt können wir, glaube ich, hier einfach so. Bap, 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 bap. Yeah. Ich liebe dieses Feature, ne? Das ist halt so geil. Warum habe ich hier von zwei? Reis und Reis. Hä? Was ist der Unterschied? Mit C. Dass man hier nicht den originalen String sieht, das ist halt dumm. Was ist? Ist beides Reis? Hä? Reis und Reis. Ist beides genau das Gleiche? Stand denn nicht gerade noch bei beiden was anderes? Also bei dem einen stand Reis, bei dem anderen war da aber irgendein anderer Begriff. Das bleibt erstmal leer. Vielleicht gab es früher zwei verschiedene Sachen und die wurden dann aber später, also jetzt bei dem Update, gedingstert, kann das sein? Reismehl. Alter, das. Reiswaffeln. Wer das erfunden hat, gehört gesteinigt. Reiswaffeln, Alter. Der größte Dreck on Planet. Ja. So. Achso, halt. Jetzt habe ich auch die Blaubeeren zurückgepackt. Die brauchen wir ja. So, dann nehmen wir mal ein Stick mit. Dankeschön. Und dann gucken wir mal, wie viel Schwerter haben wir noch. Wir haben noch ein so komisches Silberschwert und unser schönes Wayne. Wobei das ist dafür echt zu schade, weil das geht ja relativ schnell kaputt. Wir nehmen also einfach mal das Ding mit und es sollte dann reichen. Wenn es dabei auch kaputt geht, egal. Haben wir sonst noch welche Werkzeuge? Nö. Ich meine, wir könnten uns auch noch Holz mitnehmen und den Holzschwert bauen. Dann war hier noch welche Holzwerkzeuge? Nö. Okay. Wait. Haben wir gar keine Holzkiste mehr? Habe ich auch unten alles reingepackt? Eieiei. Nach einem Jahr Spielpause muss ich erstmal komplett wieder neu reinkommen. Hier ist ja kein Holz. Hä, wo ist denn unser ganzes Holz hin? Nö, Holz haben wir hier keins. Oh. Ich bin in der Tür drin.
Wer weiß. Holz. Wo ist denn Holz? Wo ist unser ganzes Holz hin? Ah, ist doch hier. Ey, nee. Oh Mann, ey. Mein Hirn. So, nehmen wir uns hier ein bisschen mit und sollte reichen. Ist unser Inventar direkt wieder voll? Sehr geil. Egal. Gut, würde mal sagen, dann machen wir mal nächste Folge weiter. Und dann kommen die Dinger auch noch dran und das Ding zeigt auch noch dran. Es wird also noch eine Menge Spaß machen. Von daher. Also ich glaube mal eine Folge werden wir doch definitiv noch brauchen. Wow. Wow. Okay. Hälfte schon wieder fertig. Geil. Ja, das ist ja. Genau, hier waren wir. Scheiße, jetzt habe ich die ganze Sache. Oh, ich weiß, ich hab. Ja, nächste Folge. Ach du Kacke. Jetzt habe ich ja Sachen rausgepackt, ohne die Feuer wieder einzupflanzen. Oh. Verdammt. Was war jetzt vor allen Dingen auf dem anderen Feld? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, Kaffee, genau. Okay, das heißt, ich muss Kaffee und Paprika wieder einpacken. Oder war es Chili? Gucken wir mal nächste Folge. Bis dann.